Hi, herzlich willkommen bei Tintin TV. Ich habe ganz tolle Osterpost gekriegt von der Ines und von der Renate. Und wenn ihr sehen wollt, was das ist, dann bleibt einfach dran. Ja, ihr Lieben, ich musste schon ein bisschen was auspacken, weil die Ines hat mir nämlich gesagt, als ich mich bei ihr bedankt habe, und gesagt habe, ich würde gerne ein Video machen und es im Video auspacken, da etwas drin ist, was ich nur über Ostern benutzen kann, müsste ich schon mal vorher reinlunsen und das habe ich auch getan. Und ich zeige euch jetzt meinen Teller. Auf dem Teller ist aber nicht alles drauf. Und zwar hat mir die Ines diese wunderbaren Eier hier gemacht mit diesen tollen Röschen und dieser Schrumpffolie und den Federn. Und zwar 10 Stück insgesamt. Diese Metallteilchen habe ich selber noch drauf geklebt, weil da hat unten ein bisschen von der Schrumpffolie gefehlt. Das ist ja immer so, das macht auch nichts. Wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn da unten jetzt das weiße Ei rausgeguckt hätte. Aber ich habe das bei der Blanche gesehen, dass die da unten immer irgendwelche Kappen oder Gebamsel oder irgendwas dran macht. Und da ich meine Eier nicht alle aufhänge, ein paar habe ich aufgehängt, also insgesamt habe ich 10 Stück von der Ines bekommen und habe mir ein paar aber aufgehängt an solche Gebilde aus Bookart, eins von meiner Freundin gekriegt, also aus diesen gefalteten Büchern. Da ist ein Zweig drin und eins habe ich mal selber gemacht mit einem Zweig drin und da habe ich mir Eier dran gehängt. Und wenn die hängen, dann ist es schön, wenn da unten das zu ist und dann so ein bisschen was runterbambelt. Aber das muss nicht sein. Ich hatte jetzt aber halt die Blüten und habe gedacht, ich mache mir die da dran. Also ihr könnt jetzt hier nicht alle bewundern, weil die anderen hängen noch bei mir an meinen Bookart-Gebilden. Aber die, die ich hier habe, die zeige ich euch. Die sind wunderschön dekoriert, haben alle eine durchsichtige ein durchsichtiges Bändchen dran zum Aufhängen, also so eine durchsichtige, so eine Kordel. Und deshalb kann ich die auch super hier auf meinen Teller legen, weil die ja durchsichtig ist und das stört das Bild überhaupt nicht. Dann habe ich hier so eine kleine Girlande aus Grünzeug und so Orchideenblüten, die habe ich mal von einer Freundin gekriegt. Und so ein bisschen weißen Kies, so Deko-Kiesel. Und das habe ich mir hier auf meinen Teller, der immer auf meinem Tisch steht, jahreszeitlich dekoriert, eben jetzt mit Osterdeko, die ich mir aber nicht rausgeräumt hätte, wenn die Ines mir die nicht geschickt hätte. Also ich hatte dieses Jahr überhaupt keine Böcke zum Dekorieren und die Ines hat mich gerettet. Hier sind auch so kleine Perlen dran und die tollen Federn. Also ich habe Osterdeko, aber ich hätte nicht dekoriert, wenn ich nicht von der Ines die tollen Eier gekriegt hätte. So ist wenigstens der Teller auf meinem Tisch und zwei von meinen Bookart-Gebilden, die immer in meinem Wohnzimmer stehen, österlich dekoriert. Das waren einmal die tollen Eier und dann räume ich jetzt mal den Teller weg und dann geht's weiter. Eine Karte war natürlich dabei. Und auch noch Sachen, also das war alles wunderschön verpackt, auch die Eier in Servietten, in Plusterfolie, ganz, ganz toll. Aber nachdem sie gesagt hat, ich muss da schon mal was rausräumen und kann damit nicht warten, habe ich Verschiedenes ausgepackt schon. Das war also alles wunderschön verpackt. Das lag nur daran, dass ich da schon vorher drin rumkruscheln musste. Deshalb kann ich das nicht mit euch auspacken, sondern nur noch einen Teil davon. Hier habe ich eine wunderschöne Karte und ihr seht vielleicht, dass die in 3D gearbeitet ist, also mit ganz vielen Lagen. Wunderschön gestaltet mit den Eiern, die sind hier noch klar embossed. Die glänzen und sie hat unten eine Karte benutzt mit so einem goldenen Rahmen und darauf dann die verschiedenen Elemente aufgebaut. Hier ist eine kleine Katze und ein Hase. Also wunderschön dekoriert, die habe ich schon gelesen. Herzlichen Dank für die wunderschöne Karte. Dann hat sie so als Füllmaterial ganz tolle Servietten mit eingepackt. Also die hier mit den mit diesen verschiedenen Reisesachen, also hier der Kompass und der Koffer und so weiter und auch mit
diesen Sehenswürdigkeiten. Das sind immer mehrere gleiche, das macht aber nichts. Die kann man toll benutzen hier zum Afrika-Thema. Hier nochmal eine mit Elefanten. Also es ist oft schön, wenn man mehrere hat, wenn man größere Projekte macht. Und ich mag das immer sehr, wenn die als Füllmaterial in meinen Päckchen liegen und auch Osterservietten. Da waren noch mehr, die muss ich mir aber erst, weil die Eier drin eingewickelt waren, erst alle schön glatt machen wieder. Und dann kommen die in meine Serviettenkiste. Dann habe ich hier was ausgepackt, wo ich gemerkt habe, das kann nicht sein, dass es das ist, was sie meinte. Da war es aber schon zu spät. Da hat sie mir so einen schönen Umschlag. Oh, sind die toll. Da hat sie mir so schöne Stanzteilchen reingepackt. Guck dir mal, wunderbare Schmetterlinge. Ganz, ganz toll. Und die sind ganz stabil. Das ist ganz stabile Pappe. Und dann diese wunderschönen Briefmarken. Guckt euch das an. Sind die nicht toll? Super. Ich möchte jetzt mit dem Junk Journal anfangen. Ich glaube, das habe ich schon ganz lange gesagt. Aber ich möchte jetzt wirklich mal anfangen. Hab auch schon angefangen, mir Papier mit Kaffee einzufärben und so Verschiedenes vorbereitet. Diese Umschläge, die Funkelkram gezeigt hat von den CDs mit den runden Fenstern drin. Da hat mein Mann Verschiedenes ausrangiert, wo er mir zur Verfügung, also wo er gesagt hat, ich kann die kriegen. Die würde er eh wegschmeißen. Hab mir also schon Verschiedenes vorbereitet und für so ein Junk Journal sind solche kleinen Kärtchen doch der Burner, oder? Hier so ein tolles Lesezeichen und in verschiedenen Größen. Hier sind nochmal größere, sind die nicht wunderschön? Ganz toll ausgeschnitten hier mit den ausgefransten Ecken. Vielleicht hat sie sie auch gestanzt oder sie waren schon so. Jedenfalls sind die wunderschön. Alle zum selben Thema in verschiedenen Größen. Also die kann man ganz toll in ein Journal mit verschiedenen Blumen reinmachen. Da würden die sich super drin, würden die super reinpassen, weil da eben überall diese schönen Blumen drauf sind. Oder hier die Dame auch mit dem Flieder. Flieder ist übrigens eins meiner liebsten Pflanzen, weil die so gut riechen. Und da passen die super rein in die ganzen Taschen und was man sich da so baut in die Klappen, könnte man ja wunderschön diese Kärtchen einbauen. Also das werde ich ganz bestimmt machen. Wenn ich ein Journal mit, hier diese ganz großen, wenn ich ein Journal mit Blumen mache, werde ich die mit einbauen. Die sind einfach der Burner. Die sind wunderschön. Vielen Dank, Ines. Den Umschlag kann man auch ganz toll in diese Journals mit einbauen, weil man da ja auch wieder was reintun kann. Dann habe ich hier eine Verpackung, wie sie die Niki gezeigt hat, für ATCs. Und ich habe hier auch sowas schon mal nachgebastelt. Und ich bin mal gespannt, was die Ines da reingepackt hat. Da ist eine tolle Bordüre mit Blümchen außenrum. Hier ist es auch gestanzt und es ist ein Magnet drin. Hier seht ihr die tolle Bordüre seitlich mit den kleinen Herzen. Und sie hat mir ATCs gemacht. Auch mit den tollen Blumen drauf. Die wären doch auch super für so ein Journal. Da ist das Journal ja schon fertig dekoriert. Brauche ich nur noch passendes Papier, wo diese tollen Blumen drauf sind. Und dann kann ich das mit diesen schönen ATCs bestücken. Sind die nicht der Burner? Guckt euch das an. Und auch alles in 3D. Also die Blümchen und alles. Ja, ATCs, lila Flieder. Wunderschön. Die kleinen Blümchen hier. Guckt mal, wie winzig die sind. Hier, wenn ihr meinen Finger seht, im Verhältnis dazu, winzig klein und dieser winzige Schlupf, wunderschön. Und dann diese tollen Sprüche dabei. Dann hier eine mit so einer schönen, ach, die sieht fast wie ein Engel aus, mit ihren blonden Haaren und wie sie so verträumt auf die Blume guckt, wunderschön. Ganz, ganz toll. Und auch wieder so ein Mini-Mini-Schleifchen. Und alles in diesen tollen lila Tönen. Dann die hier. Das sind Glitzersteinchen mit drauf. Und auch wieder die winzigen Blümchen mit der kleinen Kordel hier. Also wunderschön. Ich werde die nicht da drin lassen, obwohl ich die Verpackung wunderschön finde. Ich werde die weiter verarbeiten und werde die in so ein Journal mit reinmachen.
natürlich in eins, das bei mir bleibt, denn ich möchte die ja nicht hergeben. Wunderschön, ganz, ganz toll. Also ich mag das ja gern mit dem 3D auch, obwohl die immer ein bisschen mehr Platz brauchen. Aber wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, ATCs zu verpacken. Und manchmal klappt es dann auch, wenn man was hat, wo also ich traue mich jetzt gar nicht, die da wieder reinzustopfen. Ich lasse die draußen, damit die nicht kaputt gehen. Also die Verpackung ist genial. Die ist wirklich ganz, ganz toll. Ich lasse euch die hier liegen. Kann ich noch ein bisschen rausgehen? So, ich lasse euch die hier liegen. Die Banderole mache ich wieder drum. Ganz, ganz toll. Wunderschön sind die. Dann habe ich hier noch was Unausgepacktes. Mich kannst du immer und immer wieder überall hinkleben. Okay. Die habe ich schon mal gesehen. Bist du verrückt, mir die tollen Sachen von Blanche zu schicken? Die brauchst du doch bestimmt selber. Oh. Das sind solche, ja, die nennen sich zwar Sticker, aber die sind aus einer Folie, die nur auf Glas und auf Sachen kleben bleibt, und dann kann man sie wieder abziehen und kann sie wieder neu drauf machen. Da gibt es auch solche Fensterbilder, habt ihr bestimmt schon gesehen, die gibt es zu Weihnachten oder zu Ostern, oder solche Schneeflocken für die Winterdeko, die auch aus dieser Folie sind, die man immer wieder runter machen und wieder drauf machen kann. Und die sind so schön. Also wenn ich die jetzt auf ein Glas mache, und ich sage auch, nee, ich möchte sie jetzt lieber woanders drauf haben, dann kann ich die, ohne dass sie kaputt gehen, kann ich sie da wieder runternehmen und woanders drauf machen. Und es sind so wunderschöne Motive. Vielen, vielen Dank. Und gleich drei Pakete. Vielen, vielen Dank, Ines. Ich bin begeistert. Ich habe die schon gesehen bei Blanche, aber man kann sich ja auch nicht immer alles kaufen, was man so sieht. Wunderbar, vielen Dank. Eine ganz tolle Deko, da steht nichts drauf. Oh, was ist das denn Geiles? Guckt mal, das sind Metallbordüren. Die kenne ich ja noch gar nicht. Das ist richtiges Metall. Und es, boah. Wo gibt's denn sowas? Das ist ja cool. Das kann man richtig geil, das sind drei Stück, richtig geil für Mixed Media benutzen. Irgendwo drum biegen und dann wieder mit Farben und Wachsen bearbeiten. Boah, ist das cool. Wo holt ihr nur immer diese Sachen? Also wie gesagt, das habe ich gesehen bei Blanche. Aber das kenne ich nicht und das kenne ich auch nicht. Das ist ja irre. Vielen, vielen Dank. Also da du ja meinen Kanal fleißig guckst, das weiß ich, wirst du das bestimmt irgendwann wieder sehen auf einem Projekt. Und hier steht, mich darfst du kräftig rubbeln. Das sind sicher Rubbelsticker oder sowas. Oh, und gleich so viele. Guckt euch das an, wie schön die sind. Das sind diese Transfermotive von Blanche. Seht ihr das oder blendet euch das zu arg? Das sind solche ganz feinen Spitzen in Silber. Und sie sagt ja auch immer, wenn man da einzelne davon rausnimmt, man soll sie einfach so in der Verpackung lassen, ein Stück rausschneiden und das andere dann so verpackt lassen. Das wäre sicherer, als wenn man das rausnimmt und dann zerfleddert einem alles. Also ganz, ganz zarte Spitzen sind es in Silber, dann hier verschiedene Buchstaben auch in Silber, ganz, ganz toll. Da kann man einfach nur so einzelne Fragmente ausschneiden und die dann irgendwo drauf machen. Dann hier diese tollen für Boxen und so, die wie so eine Beschreibung aussehen. Boah, sind die cool. Dann hier Blüten, also das könnten Rosen sein, das sind solche Silhouetten. Auch in Silber und dann hier nochmal diese verschiedenen Buchstaben und
Zahlen, wo man einfach nur so ein Stück rausschneiden und zur Dekoration irgendwo drauf machen kann. Die sind in Gold. Wahnsinn. Ines, du bist verrückt geworden, mir so viele tolle Sachen zu schicken. Ich danke dir ganz herzlich, weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin sehr geflasht und geplättet und ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Es bleibt mir nur, mich herzlich zu bedanken und dir anzubieten, wenn du von mir mal was brauchst, dann melde dich einfach immer von Herzen gern. Wenn ich dir mal was werkeln kann, wo du vielleicht selbst nicht magst, also nicht machen magst oder keine Zeit dazu hast oder was auch immer, dann bitte melde dich. Ich möchte mich gerne revanchieren. Und bis dahin werde ich mich an deinen Sachen erfreuen und du wirst sie bestimmt immer wieder in verschiedenen Projekten sehen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen und jetzt kommt noch die Osterpost von der Renate. Vielen, vielen Dank, Ines. Ich drück dich. So, ihr Lieben, jetzt kommt noch die Post von der lieben Renate. Die hat mir eine ganz, ganz tolle Karte gemacht und ich habe das bei Instagram gepostet, das Foto und die Anfrage, wie man so eine Karte bastelt oder so eine Verpackung, hatte ich von einer Abonnentin. Also ich zeige das jetzt genau. Ich habe ihr gesagt, weil sie bastelt so tolle Sachen, das kriegst du auch ohne Anleitung hin. Also das ist ein ganz normaler Kartenrolling. Falls du das Video dir angucken magst, dann kannst du ja noch mal genau nachschauen. Auf dem Foto sieht man das immer nicht so genau. Hier hat sie so eine tolle Ecke eingebaut. Der Hintergrund ist gestempelt und in die Ecke hat sie so ein tolles Tag reingesteckt. Und das ist schon die Karte. Also das kriegt diese Bastlerin, die das bei Instagram wissen wollte, die kriegt das auch so hin. Ich weiß jetzt leider ihren Namen nicht mehr. Aber du machst hier einfach eine farbige Ecke drauf, den Hintergrund machst du neutral oder ein bisschen bestempelt und steckst dann hier so ein Tag rein. Herzlichen Dank für diese wunderschöne Karte, liebe Renate. Und das ist hier so eine Verpackung, also wie so eine Tüte, die man unten zuklebt mit einem Boden und dann wunderschön dekoriert. Hier oben ist eine Klappe dran. Ich glaube, ich habe sogar selber irgendwann mal ein Video gemacht, wo ich sowas gebastelt habe. Also ich bin ja nicht so der Verpackungsbastler, aber also die Dame, die gefragt hat bei Instagram, ob es dafür eine Anleitung gibt, die macht viel mit Papier. Also das kriegst du super alleine hin, ohne Anleitung. Hier ist auch nochmal so eine tolle Ecke, vielleicht die andere Seite von der hier mit dem süßen Hasen. Oben das tolle gekringelte Band drin, damit es hier zu bleibt. Und dann hat sie mir hier nochmal so ein kleines Heftchen mit Fühl dich umarmt, du dich auch. Und da hat sie mir so ein Mini-Junk-Journal gemacht. Guck du mal, ist das nicht niedlich? Hier ist nochmal so ein kleines Tag drin. Passend dazu das Band, wie an der Verpackung. Hier hat sie ein bisschen gestempelt. Da ist so eine süße Miezekatze drin. Und so ein bisschen gedudelt, die Seiten eingefärbt. Hier hat sie so einen Rahmen angedeutet, wo ich dann selber noch ein bisschen was drin machen kann. Ich habe ja immer Hemmungen, Sachen, die ihr vorbereitet habt, selber weiter zu gestalten, weil ich immer denke, ich versaue das dann. Hier diese süßen Tulpen. Ich vermute, dass das vielleicht auch ein Stempelchen ist. Und hier wieder so einen gedudelten Rahmen. Das könnte auch ein Stempel sein, hier mit diesen Spritzern. Ganz tolle verschiedene Papiere, auch so ein bisschen eingefärbt. Hier so ein bisschen gestempelt und mit Gold koloriert. Hier ist ein Schmetterling geklebt und das Tag kann man einfach rausnehmen und hier wieder reinschieben. Dann ist hier auch so ein süßer Stempel drauf, den sie auch koloriert hat. Also ganz, ganz toll. Hier wieder Schriftstempel. Und hier ist wieder so eine süße Katze, die aus dem Blumentopf guckt. Also richtig cool. Ein Mini-Mini-Mini-Journal. Ganz, ganz schön. Das ist auch nur seitlich aufgeklebt und da sind noch so kleine Text drin.
Nee, das ist so ein kleines Leporello, vorne mit dem Osterhase und hinten auch wieder zum Selbstbeschriften. Einfach so zusammengefaltet, das ist ja auch eine coole Idee. Die kann man dann auch fürs Große nehmen, dann macht man sie halt größer. Hier so ein toller Stempel, den ich selber kolorieren könnte, wenn ich es könnte. Da hat sie einfach so ein Tag reingeklebt, wo man wieder was drunter schieben kann. Hier der Vogel gestempelt, hier ist ein Fahrrad. Da hat sie auch den Rahmen mit so einem metallischen Feinliner nachgezogen, damit der so ein bisschen glänzt. Super. Hier ist nochmal so ein süßer Stempel mit einem Vogelhaus. Hier unten ein bisschen Bordüre. Hier so ein Stückchen Zaun, wo der Vogel drauf sitzt. Und hier unten guckt die Katze. Und ein paar Blümchen. Super schön. Sowas von niedlich. Also so ein süßes kleines Journal. Ganz, ganz toll. Dass man auch wieder in ein großes einbauen oder sich Anregungen holen kann. Hier das Pergamentpapier, da kann man so ein bisschen durchgucken. Sieht man schon, was einen erwartet, mit dem süßen Tag drin. Und das hier wieder mit diesen tollen Verfärbungen drin. Also ein wunderschönes Mini-Journal. Und dann ist in dieser, das steckt hier vorne drin. Hier in der Tasche, das finde ich super, in der Ecke. Und in der tollen Verpackung ist natürlich auch noch was drin. Da habe ich auch schon mal reingelunzt. Da sind ganz viele Süßigkeiten drin. Die zeige ich euch jetzt nicht wegen Werbung. Also ganz viele verschiedene Süßigkeiten in langer und runder Form. Und liebe Renate, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du immer so liebevoll an mich denkst und mir immer so schöne Sachen schickst. Ich freue mich immer sehr, wenn ich Post von euch kriege. Und ja, vielen herzlichen Dank, besonders für diese liebevoll gebastelten Sachen immer. Und alles, was euch so einfällt, was ihr so an Gedanken habt, was ich vielleicht brauchen könnte, was ich gerne weiterverarbeiten würde. Also ich bin immer sehr überrascht und auch verlegen und dankbar für alles, was ihr mir so zukommen lasst und vor allem für die vielen Gedanken, die ihr euch immer macht. Und zwar habe ich auch noch eine tolle Osterkarte gekriegt von der lieben Martina und die hat hier ein Häschen gemalt, das aus, also ich weiß nicht, ob es ein Stempel ist oder ob es gemalt hat, aber das springt hier aus der Wiese raus. Wunderschön. Und eine wunderschöne Karte hat sie mir gebastelt, die hier im Hintergrund mit dem Stoff. Hier hat sie denselben Stoff benutzt und das auch nochmal eingefädelt mit solchen Eyelets und nochmal eine zusätzliche Bordüre drüber gemacht. Wunderschön, hier ist eine kleine Feder drunter und ein Blümchen oben drauf und dieser süße Stempel mit den ausgeschnittenen Häschen, eine alte Buchseite im Hintergrund. Also ganz, ganz toll, wunderschön. Darüber freue ich mich auch riesig. Über alles, was mich so von euch erreicht, über Kommentare, über Mails, über Messenger-Nachrichten oder eben auch Post. Vielen herzlichen Dank, ihr Lieben. Wenn dieses Video erscheint, wird Ostern rum sein. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Osterzeit und habt trotz der Zeit, die jetzt im Moment gerade so herrscht, kriegt es einigermaßen geregelt und ich danke euch für alles und macht's gut bis zum nächsten Video. Vielen Dank, ihr Lieben. Tschüss.